23-jährigen Teilnehmerin. Doch davor stimmen wir euch noch richtig ein. Denn heute 600 Kilometer angereist. Sie haben keine Kosten und auch keine Mühen gescheut, um euch eine gigantische Show abzuliefern. Begrüßt mit uns zusammen unsere Gäste aus Potsdam, BDM South Central Love! Gerade in diesem Staat, ja ihr wisst alle, das Leben ist hier richtig hart. Assis, sie kommen, haben mir das Mächtige gewonnen. Warum beschwerst du dich? Sie haben dein Handy weggenommen. So jetzt hört mir zu, Main One ist jetzt am Main. Ich hab es satt, Mann, die Assis geht zu weit. Man sollte was tun, doch keiner ist bereit. Jetzt passt mal auf, gleich ist es soweit. Assis hinab, Assis haut drauf. Jetzt mach kein Fehler, reiß dein Maul nicht auf. Sie verlangen dein Geld, bloß jetzt gib es hin. Und jetzt mach keinen Haken, nein, das ist nicht der Sinn. Rassismus ist als groß, hier in diesem Land. Doch die Menschen haben keinen Plan und ich rede gegen die Wand. Kein Verstand in ihren Köpfen, ich kann es nicht verstehen. In Berlin 10 Tote, wie kann man da wegsehen? Hier! Wo seid ihr? Schau dich weg! Von unten nach oben, Bruder, scheiß auf Drogen. Verlassen vom Sehen, ihr prassen Regen. Schlag ich durch, nur mit einem Ding. Schreit's an aus meiner Seele, will ich das Gute sehen. Ich kenne gut diesen Shit. Was im Umfeld passiert, was bevor es weiter passiert, will ich euch dran erinnern. Verstehe, guck die Wut, die ich anhand sehe. Schlimmer wie gut Sachen, die mich kränken. Ich lass den Scheiß in meinen Text. Wir müssen vieles ändern, von euch zu tun. Die Assistenten, sie werden starten. Können jetzt sehen, ab sie doch da haben, sie sich gestellt. Denn bei South Central auch, da kennt sie sich am Wissen. Es gab Probleme, Hass und Stress. Das können wir nicht mehr ertragen, deswegen bleiben wir jetzt zurückschlagen. Wir dürfen es nicht weiter zulassen, deswegen lass uns anfangen, den Rassismus zu hassen. Der Rassismus ist jetzt zu Ende, also wir sind in der Hölle. Hat es nicht redet, keine Lüge, denn die Lügenwort steht jetzt hier auf der Bühne.
I'm calling. Take to your knees and call me in the morning. You should see the way the chain harness the charming. Fly I'm like a bird, like Nelly Furtado. Owning, this beat is on it. Egal was passiert, auch wenn es eskaliert, aber ich werde uns loben, es ging nach oben. Wir stehen jetzt auf der Bühne, ohne eine Lüge, mit einem geilen Publikum am Start. Gewalt ist die Waffe der Schwache, mit der Scheiße liegt so dich auf den Wagen. Der Schmerz soll nicht sein, viele sind auf Drugs, Millionen trinken aus der Flasche, probieren ihre Problems so loszubekommen und sitzen auf der Straße, damit ihr es kapiert. Zu viel zum Thema, alleine von meinem G&T, respect the flow, yo! Nicht Lust hätten zu rappen, natürlich sagten wir ja, weil wir sind ja keine Deppen. Außerdem ist es für einen guten Zweck, sowas werfen wir beschriftlich in den Dreck. Also macht mir ein paar Tracks. Erst hat nicht geklappt und wir haben nichts auf die Reihe gekriegt. Doch jetzt stehen wir auf der Bühne und rappen uns in dein Herzen, weil wir hatten auch viele Schmerzen. So gewonnen, so zerronnen, doch in Wirklichkeit habe ich alles verloren. Doch ich ließ die Scheiße hinter mir und fing alles neu an. Mit diesem Jungen von hier, er gab uns Kraft, wir gaben 100%. Mein alter Check ist represent. Doch leider geht es jetzt zu Ende, dieses geile Projekt. Und ich glaube, ich spreche vor allem, wenn ich sage, irgendwie die verdienen so vollsten Respekt. Sponsoren! Hilfsleute! Sponsoren! Bravo! Zeit hier! Danke, die Tanzschwingers! Meine Mama, meine Familie, alle einfach! Wir hoffen, wir haben keinen vergessen! Clubkultur! Und natürlich auch die Mats grüßen wir! Mama! Yeah!
Okay, es kommt ein kleiner Cappella-Track. Ich denke mal, es geht allen so an, ja? Ich fange mal so an. Street Life a cappella, a kid die es remember. In Berlin, Deutschland, das habe ich ja erkannt. Wie soll es weitergehen? Müsste ich nach hinten, sondern nach vorne sehen. Millionen von Arbeitslose, Frau Merkel, lass geht in die Hose. Wo ist unsere Zukunft? Kommen Sie mal zur Vernunft. Was ist das für eine Gesellschaft? Das haben Mr. Hart geschafft. Danke Deutschland, gute Nacht. Sie sind nicht der Empfänger als vor dem Ohr und Ohr, denn wir rappen jetzt im Chor. Was soll man seinen Kids bieten? Kids hängen auf den Straßen und fühlen sich langsam verlassen. Denn ich weiß, ich hab keinen Bock auf diesen Scheiß. Ich fühle mich so angepisst, damit ihr es wisst. Ich bin kein Typ, der einfach so diss. Dieses Thema Nummer 1, das ist meine Kritik, denn das ist unsere scheiß Politik. In meiner Stadt kennt mich jeder, denn ich bin vom Hip-Hop die weiße Feder. Ich sah ein kleines Mädchen. Ich sah ein kleines Mädchen mit ihrer Ma Hand in Hand, sie war im Alter zwischen 6 und 7 Jahren, sie wurde von einem dummen gestarrt. Sie meint wertvoll hart, trank ich mein Bart. Was ist das für ein Laut ohne Verstand? Der Scheiß kommt am laufenden Wand. Ey yo, was geht denn hier ab? Check die Lage mal ab. Die junge Lady, die da lief und da schreie rief, guck nicht weg, dann ist da kein Zweck. Guck einfach hin, dann hat es aussehen. Peace, yo! Und ein Gegenplaus für Stella! Ihr wart geil! Einen schönen Abend euch noch! Peace!